Herzlich willkommen zu Planet Coaster, die dritte Folge im Bunde. Wer jetzt erst reingeschaltet hat, sollte vielleicht zu der ersten Folge zurückspringen. Da zeige ich schon mal die anderen Parks. Ich springe jetzt direkt zu diesem. Ihr seht das schon hier im Vorschaufeld. Da wird nicht viel sein. Ich möchte das nur einmal kurz zeigen. Hier diese extrem kurzen Ladezeiten. So geil. So, hier haben die Entwickler jetzt hier schon so einen Eingangsbereich erstellt. So ein kleiner Weg. So, und jetzt könnte ich anfangen und ja, fangen an zu bauen. Aber ich denke mal, das ist schon ein hoher Schwierigkeitsgrad. Ihr seht das hier, es ist sehr verwinkelt und kaum Platz. Und da muss man wirklich sehr gut mit dem Weg arbeiten, damit der hier überall schön bündig langläuft. Also ich denke mal, das ist schon so eine schwierigere Karte. An die traue ich mich auch ehrlich gesagt noch nicht ran. Deswegen zeige ich erstmal noch eine andere Karte. So, die war im ersten Let's Play, die beiden waren im zweiten. Das war jetzt eben die. Mal sehen, was haben wir hier? Ja, die sieht gut aus. Die zeige ich mal. So, zack, schon fertig geladen. Alles da, alles läuft. Das geht wirklich so schnell. Ich habe zwar auch einen guten Rechner, aber dass es wirklich so schnell geht, beeindruckt mich. So, was haben wir hier? Hier dieser Pirat, okay. Ja, Pirat ist irgendwie immer ein Must-Have bei so Rollercoaster. Essen, trinken. Hier dann die Schild, lass dein Müll nicht liegen. Wie gesagt, Mülleimer vermisse ich hier immer noch. Kommt vielleicht noch. So, mal ein kurzer Überblick. Ja, hier links, rechts und da oben ist auf jeden Fall noch Platz für mehr. Was ist denn das hier vorne? Das ist außerhalb. Da hinten geht die Sonne gerade unter. Auch geil gemacht. Dann zeige ich den Park halt im Dunkeln oder mit Beleuchtung. Auch geil gemacht hier der Weg und dann Coming Soon und hier so ein Coaster. Sehr schön. So, hier haben wir so ein Riesenrad. Nicht spektakulär. Warum wackelt das da so? Ach! Oh Gott, das würde es hier, glaube ich, gar nicht geben in Deutschland, weil das viel zu gefährlich ist, dass die sich hier noch hin und her bewegen. Hier überall under Construction, okay. So, dann schwenken wir mal hier rüber. Hier ist hier die. Ah, hier ist. Ah, okay, hier ist diese Warteschlange, die. Kommt von hier vorne unten durch und rüber. Dann ist hier der Bereich zum Ein- und Aussteigen. Und dann, ah, da fahren sie auch. Boah, das so hinzubekommen, meine Herren. Geht das hier so einmal richtig geil gemacht. Ich bin so beeindruckt. Hier auch mit den Scheinwerfern, die die Statue anleuchten. Und die Bahn. Die hier wirklich durch den halben Park düst. Hier so ein Looping um dies. Sehr geil. Hier so ein Totenkopf. Boah, richtig geil. Ich glaube, da hat jeder Rollercoaster-Fan drauf gewartet, dass endlich mal wieder so ein Game rauskommt. Mit schöner HD-Grafik. Und ja, einfach. Ein Park bauen. Einfach bauen, bauen, bauen. Wunderbar. Hier sind Accessoires, oder? Food. Okay. Dann geht's hier runter. Hier. Da rollen Fässer. Hier unten noch so ein bisschen versteckt noch so ein Boot einfach und eine Lampe.
So, hier, aha. Hier könnte man dann auch jetzt weiterbauen, okay. Also es besteht eigentlich nur aus der Achterbahn, dem Riesenrad. Ja, und das war's. Und der Rest ist under construction. Alles klar, dann haben wir noch so viel Zeit. Zeige ich einfach mal noch einen Park. So, den hatten wir eben wahrscheinlich. Das Laden dauert nicht lange, deswegen zeige ich den auch mal kurz. Das ist wieder so ein leerer Park. Hier auch wieder so was Schweres. Aber hier sehen wir schon, sowas ist natürlich perfekt für eine Achterbahn, die da durchfährt. Auch da unten, da kommt man dann hier oben wahrscheinlich raus. Ist natürlich. Terraforming gibt es auch. Das kann man natürlich alles selber terraformen. Boah, das ist so krass, ey, was man hier selber erstellen kann. Also das wird so viele Stunden fressen bei mir. Auch im Livestream. Unten ist der Link. Schaut vorbei. Die nächsten Tage werde ich das auf jeden Fall ohne Ende streamen. So, da waren wir, glaube ich, gerade. Das sieht auch leer aus. Jawohl. Das ist schon was, wo ich mich rantrauen würde. Einfach leer. Baum kann ich löschen. Größe auch völlig okay. Hier kann man sich ranwagen. Nichts Besonderes. So, den hatten wir eben. Das ist auch ein leerer Park, aber ich zeige ihn kurz, denn die Ladezeiten sind, wie gesagt, richtig kurz. Jo, schöne glatte Fläche. Ich glaube, hier mache ich dann demnächst eine Folge, wo ich dann mal wirklich anfange mit dem Bauen und nicht jetzt hier so rumzeige. Aber ich stelle halt gerne alles vor. Und wenn die Entwickler mir schon hier vorgeben, dass ich einige Parks zeigen kann, dann mache ich das doch einfach. So, jetzt, wenn ich das richtig sehe, haben wir die drei noch übrig. Den zeige ich noch einmal. Die anderen beiden zeige ich in einem extra Let's Play. Denn die sind richtig gut. So, da vorne ist der Eingang. Ich zentriere mich immer gerne unten zum Eingang. Ich denke mal, das werden die meisten von euch tun. So, hier ist ein wunderschöner großer Baum mit ganz vielen Leuchten drauf. Das muss man auch erstmal so hinbekommen. Also das ist, man muss jede einzelne Lampe einigermaßen perfekt platzieren und auch überhaupt erstmal diesen Baum hinbekommen. Also ich weiß gar nicht, wie man das hier gestalten soll. Oder ob das einfach nur Stein ist. Puh. Also ich bin gespannt. Was haben wir hier? Okay, einfach nur so eine Erhöhung. Also hier lädt es eigentlich ein. Oh, das ist auch sehr schön gemacht hier mit der Tür, dem Rahmen. Mal eben schauen. Die Tür kann ich doch bestimmt auch setzen. Habe ich die hier mit drin? Nature sind nur Bäume, Steine. Hier habe ich Schilder. Habe ich sie übersehen? Denn alles, was ich hier jetzt sehe, muss ich doch eigentlich auch bauen können. Mehr ist da unten nicht. Schilder, Whites. Coaster. So, hier haben wir nur das. Also ich frage mich, wenn das hier steht, Drink Shop
Foodshop und so weiter. Hier. Was dann hier Shops sind. Oder haben Sie die jetzt einfach hier nur mit reingenommen? Ich weiß es nicht. Ich lasse mich aber gerne überraschen demnächst, wenn die Alpha erweitert wird. So, mal schauen. Die Tür. Das sieht doch so aus, oder? Auch immer dieses kleine Vorschaubild. Finde ich sehr schön. Ist das diese? Ne, ich glaube die, ne? Hier, sehr schön gemacht. Hier, sie legt sich jetzt auf den Boden und passt sich dann, ihr seht das hier, und passt sich dann dem an, wo ich mit dem Cursor raufgehe. Also hier geht sie hoch zur Wand. Zack. So haben die das dann hier platziert. Da könnte man hier zum Beispiel so eine Falltür hinsetzen. So, die jetzt in den, quasi in den Boden reingeht, sieht auch sehr gut aus. Oder hier so eine, so ein Steinfenster. Ist ein bisschen dunkel hier. Apropos dunkel, wir haben doch irgendwo auch Leuchten. Ah, hier gibt es noch so viel. Leuchten, leuchten, leuchten. Hier sind Scheinwerfer. Das sind Lichter. Was haben wir denn hier? Einen Scheinwerfer, einen weißen. Wenn ich jetzt möchte, die Tür soll auch beleuchtet sein. Oder sagen wir mal, nur die Tür soll beleuchtet sein. So, da habe ich den Scheinwerfer da jetzt abgenommen. Muss natürlich ein bisschen mit der Kamera spielen, damit ich das gut platzieren kann, weil es heftet sich halt immer irgendwo dran. Wir sehen das hier. So, ich möchte, dass die Tür beleuchtet ist. So. Sehr geil, oder? So, die Fenster sind jetzt nicht beleuchtet. So, vielleicht haben wir da noch eine kleine Lampe. Was ist das? Light Small. Ah, das ist auch geil. Ich kann die leider nicht drehen. Die leuchtet dann halt nach oben. Was heißt hier Rotation Snap? Ah, doch, ich kann sie ausrichten. Ach, das ist die Sensibel. Ah, wie sensibel, genau. So. Dann möchte ich jetzt. Dass die Fenster angeleuchtet werden. So. Sehr geil, oder? Und so kann man halt immer weiter. Die Tür ist jetzt rot. Dann kann ich hier so einen roten Scheinwerfer nehmen. Mal sehen, wie ich den ausrichten kann. Ob ich den so ein bisschen auf die Tür richte. Naja, sucht sich jetzt ein anderes Objekt. Ich möchte aber, dass du die Tür nimmst. Ja, das ist noch ein bisschen tricky hier. So, auch sehr geil. Die Tür ruht, also bleibt einem, man kann sich. Ich habe hier jetzt echt 3, 4 Minuten nur mit den Lichtern gespielt. Man kann sich wirklich hier so mit beschäftigen, das perfekt auszuleuchten. Ich nehme jetzt mal hier die Lichter weg. Dann kommt das Rot auch besser zur Geltung. Hier auch mal die Lichter weg, damit der Eingang ja besser beleuchtet ist. So auf die Tür könnte jetzt auch hier so ein Totenkopf. Also da kann man, das ist so detailverliebt, man kann sich wirklich an so kleinen Dingen so lange dran aufhalten und da freue ich mich richtig drauf. So, zurück ins Menü. Und diese kurzen Ladezeiten machen auch richtig Spaß. So, wir haben jetzt noch zwei übrig. Die zeige ich in dem nächsten Let's Play, denn die haben es wirklich in sich. Freut euch drauf. Lasst einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat. Habt, schaut im Stream vorbei. Die Alpha streame ich jetzt regelmäßig auf Twitch. Unten ist der Link.
Ja, freut euch auf die nächste Folge, dann zeige ich die beiden letzten Maps hier. Und ja, dann geht's immer weiter, immer mehr Folgen. Macht's gut, euer Skippy.